Ich erkläre dir heute wieder drei Begriffe. Das erste ist der Pinch, also auf Deutsch quetschen. Wenn du den Ball mit dem Boden, dem Gegenspieler oder der Wand pinchst, dann hat der Ball keinen Raum, um irgendwo hinzugehen. Er muss sich eben irgendwo ganz schnell einen Weg suchen, zum Beispiel ins Tor. Und was ist ein Double Commit? Im Prinzip super leicht erklärt. Commitment heißt in Rocket League sowas wie, ich gehe auf jeden Fall auf den Ball drauf, geh du mal lieber nicht auch noch mit drauf, denn dann wäre es ein Double Commitment. Wie hier, der Teammate möchte eigentlich drauf fahren, aber er snackt sich einfach den Ball. Dann spricht man eben von einem Double Commitment, wenn beide auf den Ball drauf fahren. Und der letzte Begriff ist Free to Play. In einem anderen TikTok habe ich gesagt, ich bin seit Free to Play Grand Champion. Also von 2015 bis 2020 gab es Rocket League nur bei Steam zu kaufen. Und da gab es bereits auch schon 14 Seasons. Dann kam Epic, das Spiel wurde Free to Play. Und seitdem gibt es auch schon 10 Seasons. Das wollte ich nun mal klarstellen.